Moin Moin vom Ralf aus Oldenburg. Heute Montag, 15. 15. oder 16. 15. sage ich mal, 15. September 2024, und ich bin richtig froh über diesen sonnigen Tag mit blauem Himmel, den wir hier im Nordwesten haben. Und das ist auch wohl so ziemlich die einzige Gegend in Deutschland, die derzeit Sonne hat. Ganz anders sieht es ja aus im Südosten. Und da hatten wir ja eine angespannte Hochwasserlage. Scheint aber noch mal alles so halbwegs gut gegangen zu sein. Ja, ich freue mich über diesen blauen Himmel und diese Sonnenstrahlen. Das ist alles für mich nicht mehr selbstverständlich. Und ich kann mich noch gut an den Februar diesen Jahres erinnern, als ich meinen Vater besucht hatte im Krankenhaus in Haselünne im Emsland, und ein Stück der Bundesstraße war direkt rausgebrochen, unterspült worden. Bei mir rufen solche Wetterlagen wirklich auch Ängste hervor. Und das, wie ich meine, aus gutem Grund. Man soll sich allerdings niemals von Ängsten beherrschen lassen. Die Frage ist ja, war diese Wetterlage natürlichen Ursprungs oder war sie es nicht? Beides ist möglich, wirklich beides. Aber es ist eben auch Wettermanipulation möglich. Die Menschheit ist auf einer Mission. Sie will Gott spielen und das Wetter kontrollieren. Blitze, Regen und Stürme sollen als Waffe verwendet werden. Es würde keine Waffe eingesetzt. Niemand wüsste, dass du den Krieg begonnen hast. Ist es möglich, dass es bereits Angriffe mit Wetterwaffen gegeben hat? Das kann ich einfach schon deshalb sagen, aus der Beobachtung der künstlichen Wolkendecken hier über Oldenburg und Geoengineering. Ja, gilt ja leider immer noch bei vielen als Verschwörungstheorie, ist aber wohl leider eine Verschwörungstatsache. Da sprechen jedenfalls sehr, sehr viele Fakten für. Und ich gebe hier mal etwas wieder vom Astrowolf. Der ist nun gerade auf der gegenüberliegenden Seite des deutschsprachigen Raumes, ich hier im Nordwesten Deutschlands, und der Astrowolf ist südöstlich von Wien. Und den gebe ich hier mal einmal wieder. Spricht der Astrowolf, und zunächst einmal wünsche ich dir einen wundervollen Einstieg in eine hoffentlich großartige Woche. Die sintflutartigen Regenfälle gehen allmählich zu Ende. Heute soll es noch regnen, aber wir dürfen das Ganze mit einem blauen Auge überstanden haben, auch wenn viele tausende Menschen darunter sehr gelitten haben. Eine derartige Wolkenfront, ich würde mal sagen, so aus dem Bauch raus, in einer Größe von, naja, was wird die gehabt haben? 5000 Kilometer in der Länge und sicher mehr als 500 Kilometer in der Breite, entsteht nicht einfach so natürlich aus dem Nichts. Da haben natürlich unsere Freunde aus den USA kräftig nachgehalten, nachgeholfen. Also das heißt, denen können wir hier großen Dank abstatten für die Verwüstungen, welche ihr Werk bei uns angerichtet hat. Meine Verschwörungstheorie lautet: Ich glaube, dass die USA eine Art versus Plunge Protection Team, also Absturzverhinderungsteam, eingerichtet haben, wo sie mit der Wetterwaffe versucht haben, den äußerst effektiven Vormarsch der russischen Truppen mit der Wetterwaffe zu verhindern, wie sie es damals in Vietnam schon versucht haben, als der Vietcong immer stärker und stärker wurde, haben sie eben als Unterstützung des Gefechtsfeldes mit mehrwöchigen Regenfällen unglaubliche Flächen an Morast und Sumpf geschaffen, eben um die Fortbewegung des Gegners
zu behindern, zu blockieren. Und genau das... Ja, das ist durchaus möglich, dass diesmal auch ein Wetterangriff vorgelegen hat. In Vietnam waren das ja die Vorläufer der Wettermanipulation. Naja, es war auch schon richtiger, aber heute ist es natürlich noch viel effektiver gestaltet alles. Eines ist klar, sollte es diesen amerikanischen Wetterangriff gegeben haben, dann wird unsere Bundesregierung uns nicht schützen. Ganz im Gegenteil, sie werden es noch fördern. Wir brauchen, wenn wir auf unsere Feinde achten, gar nicht so weit in den Osten zu gehen oder auf die Rechtsradikalen zu sehen, die ja hier hinter jedem Busch angeblich stehen. Unsere größten Feinde sitzen in Berlin. Das sind die Parteien der Ampelunion und die würden unser Leben riskieren. Da bin ich mir sehr sicher. Man hat es beim Hochwasser im Ahrtal schon gesehen. Man hat es während der Pandemie gesehen. Man merkt es an der Dauerinvasion aus muslimischen Ländern. Diese Regierung führt einen stillen Krieg gegen uns. Aber da sollte man sich auch nicht zu sehr drin vertiefen, sondern das zur Kenntnis nehmen und ihre Macht geht zu Ende. Es geht ja auch nicht nur um die Ampelunion in Deutschland. Dieser Krieg gegen die Nationalstaaten, der wird ja auch in ganz Westeuropa geführt, unter der Vorherrschaft der EU, dann des WEF, die machen ja ganz wesentlich Politik. Young Global Leader, so nennen sich da deren Schaltstellen zur Politik. Angela Merkel aus der CDU war früher Young Global Leader und die grüne Frau Baerbock ist derzeit Young Global Leader. Das ist also parteiübergreifend und das sind so die letzten Züge eines satanischen Programms. Anders kann man es nicht nennen und das ist auch nicht nur mein Begriff hier. Ja, und das alles geht zu Ende. Gefährlich sind die letzten Tage dennoch, weil die meisten Deutschen immer noch ihren eigenen Schlechtern hinterherlaufen. Dies alles ist natürlich nur eine Meinungsäußerung, denn wie der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ja festgestellt hat, leben wir im besten Deutschland aller Zeiten. Nur, dass viele es mit einem Verlust von Wohlstand, Frieden, Freiheit und manchmal sogar mit dem Leben bezahlen müssen. Ich erfreue mich an diesem schönen sonnigen Tag im September und hoffe, dass dieser Wahnsinn auf allen Ebenen bald endet, denn es wird auch wirklich anstrengend. So viel für heute und viele Grüße vom Ralf.